Also vor ziemlich genau einem Monat, das ist glaube ich her, wusste man natürlich auch ganz genau, wann wir losgehen, da wir unser Geld holen, wir sehen, ob es drauf ist. Dann hatten wir 3 oder 4 beinahe Unfälle. Ja. Und 2 haben wir im Prinzip übersehen, da war noch mehr. Schon denn diese Provokation und Einlage mit diesem Schläger, von dem ich weglaufen musste. Naja, vielleicht hat unsere Bank ja auch auf Video gehabt, ne? Ja. Nicht, dass er mir noch erzählt, weil das glaubt ja wieder keiner, ne? Nee. Ich hätte auch was gekriegt, bloß ich passte wohl nicht in seinem Raster. Absolut nicht. So, aber nun, nun haben wir heute mal was anderes gemacht. Weil selbstverständlich geben wir keine Spur ein. Ja, eine Nase gedreht. Ja, heute haben wir allen mal eine kleine Nase gedreht. Ja, die war schon etwas länger, ne? Ja. Kann schon eine Buratino-Nase gewesen sein. Ja. So eine 10 Zoll Buratino-Nase könnte es gewesen sein. Ansonsten habe ich Angst, dass wir es vergessen. Also, wir kamen vorgestern gar nicht rein. Nein. Wir kamen noch nicht, wann wir nicht mal unser Handy anstellen können. Und gestern stand ich total daneben. Da lief bei mir gar nichts. Von diesen ganzen Vergiftungen erinnere ich nochmal, dass es viele gibt, ja, die man wahrscheinlich auch hier gar nicht weiß. Man setzt uns diese Sache weiter aus. Und, naja, wir wissen ja jetzt, dass das meiste hauptsächlich von Heroin kommt. Natürlich toll, dass wir uns da auch 6 Monate weiter mitkriegen. Aber ich möchte noch mal erinnern, weil wir beim Geld waren, anhand unserer Kontoauszüge können wir nachweisen, dass wir auch weiter Geld gekriegt haben, obwohl wir in Frankfurt abgemeldet sind. Das ist ja alles vernetzt und computerverbunden in Deutschland. Und dann weiß man natürlich sofort, wo unsere Kostenstelle ist, wo wir Geld kriegen. Da geht natürlich sofort die Top-Meldung hin. Ich möchte doch nochmal in aller Ruhe daran erinnern. Oder, Schiede? Also, das möchte ich auch. Und vor allen Dingen möchte ich denen sagen, die meinen, dass sie uns hier andauernd Fallen stellen müssen und so weiter und so fort, dass sie eben halt nicht wieder sein können. Dass wir immer alles so bleiben, machen, wie wir es immer machen. Naja, weil sie lief noch heute wieder mit uns mit, ne? Das ist schon unglaublich. Und man, wenn wir sitzen, man schreit uns dann auch wieder neuerdings an. Natürlich lassen sie dann ihre Drogensüchtigen schreien. Aber wir sollen natürlich nicht zur Ruhe kommen. Das soll natürlich Stress werden. Und wenn sie sich das wieder anhören, haben sich gestern total ausgeruht den ganzen Tag. Konnte ich nicht viel aufnehmen, da waren nur so 20 Dinger drin. Da habe ich aber auch keine Lust mehr, das alles aufzunehmen. Aber wenn sich jetzt die letzten Hochladungen anhören, sind natürlich nimmt das Gerät den Lüfter lauter auf. Und das überwiegt natürlich das Geräusch, weil der Lüfter ist ganz, ganz dicht dran gewesen. Ich dachte, das ist besser zu hören. Weil der Lüfter ist natürlich dazwischen. Und dann kommt natürlich der Schall von außen. Dann haben sie ja gehört, wie sie da mit den Stühlen rücken und mit den Ketten. Das war besonders letztes Jahr ganz, ganz schlecht. So unterhalten wir uns immer und tun dann dumm. Und so. Naja, alles andere haben sie ja dann auch gehört, was wir uns wieder einregen wollten. Ich möchte in dem Zusammenhang auch schon mal kurz erwähnen, man soll jetzt aufhören. Auch wenn ich immer schreibe, es ist unglaublich. Weil es ist ja auch normalerweise unglaublich. Man weiß schon Bescheid. Man weiß schon, dass wir keine Idioten sind. Weil das ist jetzt ganz gefährlich. Man versucht da jetzt hier so einen auf Politik zu machen und so. Und das jetzt kann ja sowieso alles nicht stimmen. Wir haben genug Beweise erbracht. Und der beste Beweis ist doch, dass man uns auch weiter 6 Monate einfach nicht untersucht hat. Hätte ich da jetzt keinen Schlussstrich gemacht und hätte gesagt, jetzt ist hier absolut Ruhe mit der Justiz in Frankfurt. Dann hätten wir die nächsten Sachen gar nicht weiter rausgekriegt. Weil man uns einfach weiter beschäftigt hätte. Und möchte auch mal allen anderen sagen, wir hoffen ja immer, dass wir jetzt ein Postfach haben. Also sie brauchen gar nicht schreiben oder so, oder auch Werbung.
Das können Sie alles vergessen, weil wir sind sowieso öffentlich. Ich schmeiß die Briefe gleich komplett rein. Genau. Ich reiß da, früher habe ich dann immer noch meine Namensschild, meinen Namen weggenommen und wenn Sie das Geburtsdatum wussten und so. Nein, jetzt schmeißen wir alles komplett rein. Ich möchte auch noch mal einen anderen Tipp geben, wenn es Sie nervt, dass Sie immer so viel Werbepost kriegen. Aufmachen die Werbepost, Rückumschlag nehmen mit Briefumschlag, da schön hier Papier reinmachen zum Zeitungspapier, schön zukleben, schön einstecken im Briefkasten. So haben wir es 1990 gemacht, ne Navi? Ja. Weil das ist doch nicht normal, dass man einfach mit Werbung bombardiert wird. Ja. So, und der Empfänger bezahlt und das wird dann auch schön teuer. Also so haben wir uns gewehrt. Ja. Aber leider können wir uns, nachdem ich das jetzt gesagt habe, daran nie mehr erinnern. Nein, das ist nicht gut. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.